Willkommen, wo man vom Campingplatz das Meeresrauschen hören kann. Willkommen auf dem Campingplatz Azul. Und hier gibt es noch einen anderen Campingplatz, den man unter anderem super nutzen kann. Was hier alles so los ist, das erfährst du, wenn du dran bleibst. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt, wenn ich wag, denn ich gewinn, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt, wenn ich wag, denn ich gewinn, schau dir das Wetter an. Ach, da bist du wieder, mein Sonnenschein. Wie habe ich dich vermisst. Was ist denn hier los? Schon wieder alles durcheinander. Der Filter muss auch erstmal trocknen von der Operation vom gestrigen Tag. Und Mops will heute alles richtig machen. Ich dachte, du meinst mich mit Sonnenschein. Ja, sowieso. Ne? Da bist du wieder, mein Sonnenschein. Hä? Ja. Was machst du denn da? Ich könnte in Elo köpfen. Ups. Meine schöne Lichterkette, guckt sie euch an. Ich liebe sie, aber wir haben so selten Gelegenheit, sie aufzuhängen. Und da gucke ich gerade und da ist sie da drin und die Sachen sind einfach drauf. Ja, ja. Ja, es ist, wir haben ja auch schon viele Sachen, die wir aussortieren, wie irgendein Mixer und keine Ahnung was. Ja, ja. Und ja, auch jetzt sieht man mal meine Konstruktion hier hinten, ne? Also mit den Kisten. Das ist alles so ein bisschen... Naja. Naja, mit Holzbrett auf den Kisten, dann mit Keilen noch hoch. Und, also das heißt, wenn wir in Deutschland sind, müssen wir auf jeden Fall mal eine bessere Lösung dafür finden. Naja, so viel ist klar. Und meine Lichterkette muss man jetzt hier auch eine bessere Lösung finden, weil ich möchte nicht, dass sie kaputt geht, weil ich mag sie wirklich sehr. Und sie tut gute Dienste, auch wenn selten. Mhm. Aber ja, die ist zu schade, dass sie hier kaputt geht. Jetzt mache ich sie gerade hier erstmal richtig. Und dann will ich sie... Was ist denn da eigentlich hier für ein Buch? Das ist sehr gut. Das bin ich gerade am Lesen. Das Wasser des Lebens. Ja. Das ist wirklich... Wasser ist nicht nur Wasser, Leute. Mhm. Und da steht halt drin, in einem sauren Milieu können Krankheiten überleben. Und in einem basischen Milieu haben auch Krebszellen wohl keine Chance. Also das ist jetzt alles hier, ne? Nicht, dass hinterher ist. Die hat aber gesagt, nein. Okay, gut. Ich nehme jetzt hier so einen Haken, das ist Werbung. Auch Werbung, bei uns ist alles Werbung. Jetzt lass uns mal darauf reduzieren. Das sind so Dinger, die kannst du irgendwie hinkleben mit Gewinde, glaube ich, ist das. Du hast da eher Ahnung von, ich nicht. Wir haben sie schon seit Anfang unserer Tour mit dem alten Wohnmobil, seit 2021? Nee. Was? Nee, 2022. Ja. Seit Mai haben wir sie dabei. Ich habe sie noch nie benutzt. Ich, jetzt. Ja, auf jeden Fall finde ich es cool. Hier ist ein Haken dran. Jetzt werde ich das hier hinkleben. Klebt denn das auch? Hält das immer? Ja, ich glaube. So ganz oben. Das hier einfach ganz oben. So. Ja, mal gucken, ob man das auch wieder abkriegt. Also, ja. Erster Test damit. Also, wir haben natürlich auch einen Link. Da und kommt, so jetzt weiter. Kommt jetzt meine Lichterkette hin. Ja. Sodass und guck mal, hier sieht man sogar die Markise. Ich habe sie noch nie ausgefahren. Sie ist da komplett verpackt. So schön war das Wetter jetzt auch nicht. Aber nein, wir genießen dann ja auch die paar Sonnenstrahlen, die wir haben. Ja. Ne? Also hier ist sowieso so eine Ecke, ganz ehrlich, Leute. Hier bin ich noch am Überlegen, ja, was können wir da, muss auch noch mal ein Regal hin. Also alles hier hinten muss noch mal optimiert werden, definitiv. Ja, so sieht's aus. Alles und, ist komplett voll. Die Kiste hier, ich frage mich gerade, hier sind auch noch so Dinge. Wo wir was jetzt hinmachen, das, was wegkommt, kann in welche Kiste, Illo? Ich habe keine Ahnung. Das, was so wegkommt, Kisten, kommt hier rein einfach. Also unmenschlich. Also wer hier reinguckt, denkt sich... Die leben was, da drin. Ja, wirklich. Ey, das ist ja schon unangenehm. Das ist ja schon peinlich. Ja, ich sag gerade, von außen, ui, von innen, ui. Boah. Mittags, 2:30 mittlerweile. Aber alles wirklich gar kein Problem. Es gibt jetzt erstmal Knorrtüte für uns. Ja, das Wetter ist tatsächlich herrlich.
Bierchen ist offen. Das ist immer ein sehr gutes Zeichen. Ja, das Tofu-Tier muss hier vor sich hin braten. Ihr kennt uns. Und wenn man hier rausschaut, also ich bin noch nicht über den Campingplatz drüber und so weit, aber nur strahlende Gesichter, nur super schöne Grüppchen, die sich bilden da vorne auch am Strand und so weiter. Also hier ist ein richtig schönes Klima. Mian hat wieder Spielepartner, das ist auf jeden Fall auch super positiv. Mops ist da vorne gerade eben am Quatschen mit welchen aus Essen. Die haben sogar letztes Jahr hier auch den Tobi gesehen, haben sie berichtet. Also echt ein super Feeling hier vorne. Die ist mit der ganzen Familie da und so weiter. Also das hätte ich ja nicht gedacht, dass sich das hier noch so gut entwickelt. Heute Morgen, sage ich ganz ehrlich, wir sind gestern auf Platz 27 reingefahren, waren dann aber voll im Schatten, haben uns dann einfach auf den Platz 21 gestellt und hier haben wir den ganzen Tag Sonne. Das Leben ist schön. Ihr seht selber, da vorne läuft jemand mit Kurzhose und T-Shirt, genauso wie ich. Strahlend blauer Himmel, herrlich. Einfach campen, unsere Tour kennt keine Grenzen. Auf dem Platz sind wir Legenden. Wir wenden den Camper im Wendekreis zu campen. Mit Bobo sind wir am Lenken und sie grüßen von den Bänken mit ihren Händen. Hey Camper, ist Campingzeit, oh Camper. Überall nur Camper. Hola, genau so wird man begrüßt auf dem Campingplatz Azul. Ja, hier fühlen wir uns richtig wohl. Hier vorne direkt am Anfang gibt es die Rezeption. Hier gibt es mehrere Infos über Busfahrkarten bis nach Denia zum Beispiel. Oder. Und ich kann euch sagen, da vorne auf der Flagge, da steht es schon. Hier kann man mit der Archie-Karte echt punkten. Ich kann euch sagen, 21 Euro pro Übernachtung ist man aber auch bereit und sagt, oh, Monat kann man hier auch stehen. Dann sage ich euch, dann wird es billiger. 5 Euro mindestens billiger und das ist schon okay. 16 Euro pro Tag. Jetzt rechnen wir das Ganze mal hoch auf Monat. Das ist gar nicht mal so viel. Und wie ich das sehe, also die Anfahrt, muss ich ehrlich gestehen, die ist echt verdammt eng. Spiegel einklappen und rein. Ja? Aber auch sowas passt dann hier drauf. Und ich denke mal, wenn man vorne nicht auf den Platz kommt, dann kann man hier rechts auf den Camping Azul 2, da kann man gut unterkommen. Mir ist zu Ohren gekommen, am 01.01.2024 werden hier die Besitzer wechseln. Ist jetzt aber gar nicht so schlimm. Hier ist nämlich reichlich Platz. Und das Ganze ist so ein bisschen so ein Mix, finde ich eigentlich. Also es ist so ein bisschen, ja, hier sieht man es einfach immer mit B, Bungalow. Hier hinten sind ganz viele Bungalows außenrum. Zack, 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 zack. Und hier sehen wir mal die Größe des Platzes. Ich meine, ihr habt natürlich auch schon ein paar Drohnenaufnahmen gesehen. Da seht ihr, was hier möglich ist. Und hier kommt so dieser, wie soll ich das beschreiben? Dieser, ja, man ist ja direkt am Strand. Dieser Flair kommt hier extrem rüber, finde ich. Und hier kommen immer mal wieder neue Camper an, die sich dann einfach freuen, dabei zu sein. Hier vorne links sofort gibt es die Fähr- und Entsorgungsstelle. Ich habe es ja im letzten Video schon gezeigt. Heute Morgen habe ich auch jemanden dran erinnert, den sagte ich, pass auf, ich habe doch hier zwei Kabelbinder investiert. Nimm die doch und hier kriegst du trinkbares Wasser. Es gibt öfters mal so Wasserstellen überall am Campingplatz, wie zum Beispiel hier vorne. Oder dann habe ich was da hinten gesehen oder dort gesehen und dort. Viele Camper ziehen sich da das Wasser. Ich weiß, ich brauche euch das nicht sagen. Bei uns, wir trinken das Wasser. Ne? Wir haben ja den Alpvorfilter und dann natürlich den Acheon als Ionisierer vor dem Glas. Deswegen ziehen wir uns auch, wenn es möglich ist, soweit Trinkwasser. Wieso auch nicht, das Ganze macht doch Sinn. Und ja, ich will euch direkt mal ganz kurz hier die Toilettenanlage soweit zeigen. Einfach ist oben mit Solar beheizt. Also hier steht auch auf den Toiletten. Also man hat nicht direkt den Anschluss hier an die Klärwerke und so weiter. Deswegen natürlich auch keine Feuchttücher und sowas reinwerfen. Aber das versteht sich meiner Meinung nach echt von selbst. Also hier kann ich euch mal das so zeigen. Das finde ich einfach noch, ja, und jetzt nicht top modern,
Aber die Duschen haben eine breite Größe und darum geht es einfach auch, wenn man dann tatsächlich mal duschen möchte. Und dieses satte Lila, diese Farben hier einfach, das ist einfach schön. Und wenn man dann bedenkt, dass es Dezember ist, hier vorne gibt es nochmal WC, ne, links für die Herrschaften, links für die Frauen, da gehe ich jetzt nicht drauf, ich weiß gerade nicht, ob da jemand ist. Hier kann man sich mal einfach warm was hinhängen, so hat man Lust auf Yoga und so weiter. Könnte man ja auch eine Elo- und Mops-Karte hinpacken. Wieso denn eigentlich nicht? Und hier vorne ist so der Spülbereich. Hier kann man schön spülen und so weiter. Hier kann man natürlich auch mal die Wäsche waschen, wenn man das möchte. Und ich habe mich gerade am Anfang auch schon gefragt, ja, wo kann ich denn hier eigentlich mal meine Toilette entsorgen? Und auch hier vorne muss ich sagen, hier gibt es auch noch mal Duschen. Also links wie rechts kann man dann. Und hier sofort ist die Chemie-Toilettenentsorgung oder Toilettenentsorgung, wie auch immer. Und Wäsche waschen kann man natürlich auch noch. Ich kann euch natürlich nicht versprechen, dass es hier tagsüber trocknet. Aber dafür gibt es auf jeden Fall hier zwei Trockner. So, hier zwei Trockner, 3 €. Die Wäsche kostet 4 €. Ich bin tatsächlich noch am Überlegen, ob ich noch im Kommen bin, noch eine Wäsche zu waschen. Also wir planen ja auch nicht mal eben nur 1-2 Nächte. Hier kann man länger stehen und hier fühlen wir uns wohl. Hier wurden wir auch ganz, ganz toll empfangen von ein paar Zuschauern. Das ist richtig schön. Und hier ist gerade auch, wo ich jetzt zukommen möchte. Ne? Hier kann man mal ganz kurz an so einem schönen Surferbrett sich die Füße waschen. Denn das Highlight hier an diesem Platz ist definitiv diese Strandlage. Und das macht es richtig schön. Und ich bin ehrlich, wir stehen hier vorne in der Reihe auf Platz 21 stehen wir. Und ich habe mich nicht getraut, vorne auf die Pole zu fahren. Das war mir einfach zu gefährlich. Also ich habe schöne Grüße an die Cybermoni. Wir kennen uns einfach auch an der Messe oder sowas. Am Akion-Stand war sie mit dabei. Und die standen vorne in der ersten Reihe. Und die hatten hier Pech dieses Jahr. Und 2 Wochen Regen und waren dann voller Pfützen. Und ihr seht hier tatsächlich auch, der Untergrund, der wird tatsächlich immer sandiger. Aber wenn man es dann geschafft hat und dann einmal steht, ach, die schönen Vögelchen hier, zack, ist er weg. Ja, bei Tieren bin ich immer ganz verlegen. Ja, und hier vorne, wenn man das geschafft hat, hier in diese erste Reihe zu kommen, und ihr seht, das Potenzial ist noch offen. Hier ist noch Platz, dahinter ist noch Platz. Und dann dieser Supreme-Platz. Hä? Das wäre doch jetzt was für euch. Da juckt es wieder in der Hosentasche, der Schlüssel. Da ist er. Und das kann schon richtig geil sein, weil dann geht's raus. Und dann geht's nur noch raus ins Glück. Und wenn man so viel Glück hat, hier vorne zu stehen und das Leben auf sich einwirken lassen, ja, mit dem Blick hinten auf die Berge, vermutlich ist es denen ja, ich kenne mich ja weiter südlich noch nicht aus, da vorne ist weiter nördlich. Und ich habe auch viele Camper, habe ich tatsächlich gesehen, ja, die jeden Tag hier ins Wasser gehen. Und das juckt mich auch, weil der Weg ist natürlich nicht so weit zur warmen Dusche. Also was soll mir denn passieren? Ich habe schon gesehen, von oben aus der Luft, also nur Sand und nur schön. Ach, bin ich am Schwärmen. Jetzt möchte ich aber trotzdem noch mal ganz kurz auf das absolute Highlight kommen. Was heißt auf das Highlight? Nebenan gibt es einen Campingplatz, der nennt sich Eurocamping. Und das wäre natürlich auch was gerade für Liner, ja, für große Fahrzeuge, die dann tatsächlich direkt vorne, ja, mit der Schnute in den Sand stechen oder ins Meer stechen können. Ich guck mal da hinten, da steht zum Beispiel Morello. Der kann natürlich über die Düne hin drüber gucken und jeden Tag diesen Blick genießen. Ja, ich kenne die Preise jetzt nicht da drüben. Aber so viel teurer wird das auch nicht sein. Dann kann ich euch schon sagen, das hier sind sehr, sehr gute Anlaufstellen. Das Praktische in diesem Fall ist auch, fußläufig ist dieser Eurocamping einfach super schnell erreichbar mit einem super mega aufgeräumten Supermarkt, der wirklich und tatsächlich alles hat. Von Baguette jeden Tag, egal ob Sonntag oder. Ich habe gesehen, vorne direkt an der Düne ist nochmal ein Restaurant. Das hat nur Dienstag hat das zu, sonst jeden Tag um 10 Uhr offen. Der Supermarkt, kann ich euch auch sagen, von 8 bis 13 und von 16 bis 19 Uhr, ja, in den Wintermonaten geöffnet. Und hier kommt schon richtig schönes Feeling auf.
Ja, das sieht nach Ende vom Tag aus. Ihr habt's gesehen. Ich war natürlich im Wasser drin. Na, logisch ist es doch. Viel Wind ist nicht. Man sieht es an der spanischen Flagge, obwohl die ein bisschen mehr Gas geben kann. Ja, während die einen heute schön auf dem Motorradtrip waren und wir uns hier am Tag vergnügt haben, vergnügen die anderen sich jetzt da vorne bei einer schönen Yoga-Einheit. Morgen um 11 kann gerne noch ein bisschen Yoga gemacht werden. Ist auf jeden Fall eine gute Sache. So viel kann ich sagen. Ja, was ist denn hier alles drin? Ich glaube, der Ausgang, wo ich jetzt gerade eben rauskomme, ist nicht richtig gewollt. Es ist so ein bisschen hier abgezäunt. Also hole ich mal hier links, wie auch hier rechts den Ausgang nehmen. Ich gehe jetzt hier auch nicht weiter. Ich hatte das nur jetzt gerade eben hier gesehen, dachte mir, ach komm, gehst du mal hier lang, vorne vor. Aber komm, ne? Die Düne an sich ist das. Ich denke mal, hier und da wird hier jemand durchgehen. Ja, Hunde sind hier definitiv willkommen. Also wir sehen ganz, ganz viele Hunde. Das klappt alles gut. Nichts Auffälliges. Ich glaube auch sehr positiv, gerade wenn man mit Hund unterwegs ist. Wir lassen diesen Tag jetzt hier ausklingen. Freuen uns natürlich auf den nächsten Tag. Ich kann euch sagen, das Wasser ist definitiv kalt. Und ich überlege gerade. Nee, das kann doch nicht sein, oder? Doch, man sieht irgendwie hinten in der Ferne. Ich weiß nicht, wie nah komme ich ran. Sieht man das so ein bisschen? Könnte das Ibiza sein? Das könnte tatsächlich Ibiza sein. Also von hier dann bei richtig klarer Sicht nach Ibiza rüberschauen. Ja, und von Ibiza ist es dann nicht mehr weit bis nach Formentera. Die Fähren fahren hier definitiv. Ja, Mian und ich, wir werden jetzt auf jeden Fall duschen gehen. Uns erstmal schön aufwärmen nach dem ganzen Programm. Wir senden euch schöne Grüße von hier unten, wo es einfach fantastisch ist. Naja, ich muss doch noch mal ganz kurz auf mich rüberschwenken, weil vielleicht sind es auch nur Wolken. Vielleicht ist es gar nicht Ibiza. Ich weiß es nicht. Nicht, dass ich was Falsches gesagt habe. Ich würde sagen, jetzt dann bis zum nächsten Mal. Ciao!